Glück auf, liebe Wald- und Brennholzfreunde. Ich will mal hier in die Sonne gehen, denn die scheint nicht so oft hier im Harz. Aber jetzt ist sie mal da. Heute ist wieder ein wunderschöner Brennholztag. Ich nehme euch gerne mal mit und ich habe wieder eine Frage an euch da draußen. Ich freue mich einmal über eure Kommentare. Heute geht es darum, wie lang schneidet ihr eure Holzstämme, die ihr mit nach Hause nehmt? Schneidet ihr die auf 1 Meter? Schneidet ihr die auf 1,5 Meter? Macht ihr gleich Trulen draus, also gleich 30er Stücke? Dann nehme ich euch mal mit, was ich da meine. Und da freue ich mich auf Kommentare von euch. Also wieder ein kleines Video jetzt aus dem winterlichen Harzer Vorland. Brennholztag, wunderschön. Jetzt kommt die Sonne wieder. Genießen wir mal den Tag. Ich nehme euch mal mit, schneide jetzt hier meine Stämme mal auf 50er und auf 1 Meter Länge. Und dann können wir nachher nochmal quatschen, was ist das Beste? Wie können wir es am besten transportieren oder auch lagern oder auch später spalten? Also, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Glück auf zum Harzer Brennholztag. Ja, 50er Stücke oder Meterstücke schneiden im Wald. Das ist jetzt die Frage. Und da habe ich euch mal hier die beiden Varianten aufgebaut, so wie ich es eben gemacht habe. Ihr habt es eben beim Transport schon gesehen. Die 1 Meter Stücken kann man mit den Sherpa natürlich deutlich rückenschonender transportieren. Ja, man kann hier unten den Sherpa dran und unten und hier vorne nimmt man dann die Hand drauf. Also deutlich aufrechter zum Transportieren, wenn man hier nochmal 3, 4, 5 Meter bis zum Anhänger hat zum Gehen. Die 50er Stücke, da muss man sich deutlich mehr bücken. Man hat natürlich hier viel mehr Arbeit, man muss das alles noch einmal mehr schneiden. Aber das ist ja jetzt auch nicht richtig, was ich sage. Einmal mehr Arbeit, das habe ich ja bei den 1 Meter Stücken dann zu Hause noch. Ich bin ja ein Freund, der möchte das Brennholz hier im Wald möglichst ofenfertig machen. Das heißt, ich habe hier 50er Stücke geschnitten, die spalte ich jetzt hier im Wald noch. Ich könnte sie natürlich jetzt schnell aufladen und dann bin ich hier draußen fertig. Dann fange ich aber zu Hause wieder an. Jetzt spalte ich hier die 50er Stücke, packe sie auf den Anhänger, zu Hause auf den Polter. Sie können 1 bis 2 Jahre trocknen, Birke brauchen nicht so lange und dann ist es ofenfertig. Nehme ich die ganzen Meterstücke, so wie sie sind, jetzt komplett mit nach Hause, ungespalten, bin ich auch schnell aus dem Wald raus, noch schneller raus als hier. Ich kann quasi die doppelte Menge fahren. Da müsste ich eigentlich quasi 2-mal am Tag fahren. Das möchte ich aber nicht.
Ich möchte hier keinen Stress haben im Wald. Brennholz machen soll Spaß und Freude machen und der Gesundheit ein bisschen zugute kommen. Also mache ich meine 50er-Stücke. Die Meterstücke kann man sicherlich auch wieder schneller transportieren, noch besser lagern zu Hause als die 50er. Aber wie gesagt, meine Polter, mein Brennholzlager zu Hause, da hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Ich verlinke euch das nochmal. Gut. Ich finde auch, die Meterstücke lassen sich deutlich schlechter spalten. Das kommt natürlich immer auf die Holzart und auf den Durchmesser drauf an. Hier diese Pappeln zum Beispiel, da brauche ich auch nur einmal draufschlagen, bin ich durch. Aber ich hatte ja auch jetzt mit meiner neuen Fiskars, hatte ich ja euch auch das im letzten Video gezeigt, ich spalte ja jetzt auch nicht mehr im Liegen. So wie sie jetzt hier liegen, könnte ich ja jetzt immer draufschlagen. Nein, ich spalte jetzt im Stehen. Also ich stelle die aufrecht hin und ja. Schreibt mal, wie ihr das so macht in den Kommentaren, da freue ich drauf. Es gibt da sicherlich keine einheitliche Meinung. Jeder muss es so machen, wie er am besten mit zurechtkommt. Das soll es für heute schon gewesen sein. Ich schneide mir die jetzt nochmal alle durch. Ich machte 50er Stücke, so wie sie da hinten liegen. Und dann spalte ich die noch auf dem Anhänger. Dann ist Brotzeit und dann geht's nach Hause zum Abladen. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich sage Glück auf, euer Harzer Wald- und Naturfreund.